Nach einem langen Flug, einer langen Reise, circa 28 Stunden, bin ich dann endlich in Cosimo angekommen. Natürlich ist der kleine Sohn, der Maidu, von Jean aufgestanden. Und als ich den Koffer geöffnet habe, hat er sich sofort einige Plüschtiere gekrallt. Danach hatte ich einen neuen Freund hier in Afrika, der immer wieder zu mir kam. Am Morgen gingen wir zum 1. Januar in den Gottesdienst, und solche Gottesdienste in Afrika, die muss man erleben. Das ist ein einmaliges Erlebnis. War schön, das neue Jahr so in einem farbenfrohen Gottesdienst zu beginnen. Danach begrüßte ich noch die Brüder und sie zeigten mir das Auto, das jetzt repariert ist. Ich habe für die Brüder in der Schweiz einen Tabernakel gebaut und gesagt, dieser Tabernakel ist gratis, aber sie könnten dafür einen neuen Motor für die Brüder in Afrika finanzieren. Und das hat geklappt. Danach noch guten Tag sagen bei der Mutter Gottes. Ich glaube, diese Grotte hat vor einigen Jahren sogar meine Schwiegermutter gestiftet. Dann gingen wir auf das Land, wo wir zusammen mit Jean gekauft haben. Wir haben ja eine wunderbare Quelle gefunden, wirklich ein großer Segen, eine echte Quelle, die viel Wasser liefert, und die Leute kommen hierher, Wasser zu holen. Für die Armen und die Flüchtlinge ist es gratis. Die anderen, die das Wasser zum Bauen brauchen und zu verkaufen, die bezahlen auch etwas. Hier das Feld, das bereit liegt, um neu bepflanzt zu werden. Die letzte Ernte war sehr gut. Sie haben Mais gepflanzt. Etwa 600-700 Kilo Mais hat es gegeben. Hier zeigt er die neuen Sonnenkollektoren, dass die Pumpe eben jetzt 24 Stunden läuft. Weil mit der Fischzucht, die wir aufgebaut haben im letzten Jahr, reichte das Wasser nicht mehr für die Flüchtlinge, für die Hühner, für die Leute, die kamen. Und jetzt ist es auch besser für die Pumpe, dass sie 24 Stunden im Betrieb sein kann. Hier sieht man die Pumpe. Auf 55 Meter ist man auf diese Quelle gestoßen. Die liefert wirklich gutes, lebendiges Wasser. Und rechts davon sieht man dieses Becken. Das sind drei Becken hintereinander für die Fischzucht. Hier kommt jetzt gerade frisches Wasser rein. Auch Jean hat eine Grotte gebaut. Die Religiosität, die Spiritualität ist hier sehr präsent, und Jean gehört zum franziskanischen Dritten Orden. Er ist wirklich so ein Gemisch zwischen Unternehmer und einem Mann mit einem guten Herzen, mit einem tiefen Glauben. Dann zeigt er mir noch dies und jenes. Rechts das kleine Schafböcklein, er heißt Boss oder ist eine Geiß. Die Mutter ist gestorben und sie läuft einem auf Schritt und Tritt nach und wartet immer auf den Schoppen. Dann in der Mitte sieht man das Bild. Wenn man genau schaut, wurde hier bereits gegraben. Die Erde ist so hart, es ist eher Stein als Erde. Hier wird dann noch weit rausgegraben, etwa 50, 60 Zentimeter tief. Und dann bauen wir hier Permakulturbeetchen. Es kommt zuerst Holz, dann Hühnermist, dann Sand und Erde. Und wir versuchen dann oben eine gute, fruchtbare Erde hinzukriegen. Das ist ein Projekt, das am Laufen ist. Dann zeigt er mir noch seine Vorräte. Ist wirklich eine schwierige Situation. Die Preise explodieren hier. Das Essen für die Menschen oder das Futter für die Hühner, steigt wirklich täglich. Und es ist gut, wenn man jetzt noch kaufen kann, weil im April, Mai, Juni ist es kaum noch bezahlbar. Da ist dann wirklich auch Hunger in der Region. Und ich denke, es ist gut, wenn wir jetzt noch schauen, dass möglichst viel Futter und Nahrung gekauft wird.
dass wir genug für die Schule haben, dann auch in den nächsten 3, 4 Monaten. Hier die Fischzucht. Man sieht hier drin, die Fische sind eine Art Egli. Es ist wirklich ein Traum, hier mitten in der Savanne, wo sonst nirgends ein Wasser zu finden ist, haben wir hier eine Quelle und man baut wirklich ein Stück Garten Eden auf. Hier sieht man die Fische, es ist eine Art, ein Karpfen, ein afrikanischer. Ich würde sagen, so fast wie ein Egli. Sie sind wunderbar. Wir haben bereits davon gegessen. Hier eben diese Permakulturbeetchen, die am Entstehen sind. Und dann gingen wir pflanzen. Er bat mich, nur etwas von der Schweiz mitzubringen, verschiedenste Samen. Ich habe geschaut, dass es keine Hybridsamen sind, keine F1-Samen, sondern, wie heißen sie? Samen, echte Samen. Ja, das heißt, dass man die Samen wieder gewinnen kann, um die nächste Generation der Pflanzen zu pflanzen. Hier haben wir gepflanzt. Ich habe ihm dann auch noch die Art des Pflanzen nach Anastasia gezeigt. Sie haben etwas gelächelt über meine Art, wie man auch pflanzen kann. Man nimmt zuerst die Samen in die Hand, ist dankbar, hält sie in die Sonne. Dann nimmt man die Samen in den Mund, dass sie wirklich mit dem Speichel vollgesogen werden. So keimen sie auch besser, oder? Hey, die einen sagen sogar, dass die Pflanzen dich kennenlernen und dann das aus der Erde aufsuchen, was du brauchst. Man betet dann so 2, 3, 5 Minuten, dass die Samen wirklich mit dem Speichel angefüllt werden, stellt sich in die Sonne, man hält die Samen nochmals in die Sonne und dankt, dass das Geheimnis des Wachstums irgendwo in dieser Erde von Gott geschenkt ist. Danach werden die Samen mit einem guten Gedanken gepflanzt und mit nackten Füßen in der Erde festgetreten. Das ist eine sehr schöne Art zu pflanzen. Aber eben, wir hatten da hunderte, ja vielleicht tausende von Samen. Ich konnte das auch nicht alles so. Da wären wir noch die ganze Woche dran gewesen. Dann haben wir schon etwas auch effizienter gepflanzt. Hier wird das Saatbeet angelegt. Hinten sind die Felder, die bereit sind, um dann mit den Setzlingen bepflanzt zu werden. Matthias und Marcel sind die zwei Afrikaner, die schon seit wir hier begonnen haben, mit ihm zusammenarbeiten. Er hat da sehr eine partnerschaftliche Art, wie er mit ihnen umgeht. Es war eine heitere Atmosphäre. Sie haben die Beetchen bereitet, gehackt, gewässert. Wir haben gepflanzt. Hier sieht man, sind dann auch noch einige Flüchtlinge dazugekommen, um zu helfen. Irgendwie geht das ganz gut Hand in Hand. Ist etwas ein Foto gespiegelt. Jean zeigt hier seinen ersten Bananenbaum, den er gepflanzt hat. Die Bananen sind schon am Baum und sie sind am Reifen. Mal schauen, ob wir dann eigene Bananen haben. Nachdem wir alles gepflanzt haben, wurde es schon langsam dunkel. Sieht hier zwar auf dem Bild noch nicht so aus, aber die Sonne war schon fast unten. Da sind wir zu den Flüchtlingen ins Dorf gegangen. Vor 2 Jahren war dies hier ein Elend, ein paar provisorische Hütten und Plastikzeltchen. Inzwischen ist ein ganz hübsches afrikanisches Dorf entstanden. Hinten sieht man auf dem Bild den Wasserturm. Dieser Turm mit Wasser, das ist so der Schlüssel, dass hier überhaupt so Leben entstehen kann. In diesem Dörfchen sind circa 200 Seelen zu Hause. Ein paar Eindrücke von den Kindern sind knapp 100 Kinder, knapp 100 Erwachsene, eine Mutter, die bereit zum Kochen ist, die Geißen, das Wasser, die beiden Hunde, einer heißt Mira, der andere Jonas. Und zum Schluss haben sie mir noch einen schönen Gockel geschenkt.
um Danke zu sagen. Sie wissen, dass wir uns von der Schweiz her so gut wir können auch für die Menschen hier einsetzen. Und einfach so die Atmosphäre am Abend beim Sonnenuntergang, das muss man erleben. Ja, da war der Tag bereits zu Ende. Wir sind noch nach Hause gefahren und die Frau von Jean hat eine wunderbare Gemüseplatte bereitgestellt. Mit Eier und allem drum und dran. Danach fiel ich todmüde ins Bett. Ein erster Tag in Afrika.